Toilettenpapier. Und wie sieht's bei Ihnen zu Hause aus? Gehen die Vorräte langsam zur Neige und Sie laufen etwas in Sorge täglich zum Drogerie- oder Supermarkt und stehen dann wieder vor den leeren Regalen? Oder gehören Sie zu den sogenannten Hamstern, von denen in diesen Tagen viel die Rede ist? Hat die Sorge Sie schon ganz am Anfang der Krise in den Markt getrieben und Sie haben eine ganze Wagenladung voll Toilettenpapier nach Hause gebracht? Wenn Sie zu den Hamstern gehören, dann habe ich heute einen Tipp für Sie. Vielleicht sitzen Sie ja zu Hause und merken, dass die Vorräte doch etwas zu großzügig angelegt waren. Der tägliche Verbrauch ist vielleicht gar nicht so hoch, wie Sie erst befürchtet haben. Dann nehmen Sie doch ein paar Packungen von Ihrem gehamsterten Toilettenpapier und zwicken jeweils einen kleinen Brief dazu. Auf dem könnte stehen: Liebe Nachbarn, in diesen Zeiten der Krise haben Sie vielleicht Bedarf an etwas, wovon wir eine ganze Menge zu Hause haben. Drum schenken wir Ihnen gerne eine ganze Packung von diesem Toilettenpapier. Bleiben Sie behütet. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Nachbar. Und wenn Sie ganz mutig sind, dann schreiben Sie sogar noch Ihren Namen darunter. Im 20. Kapitel der Apostelgeschichte, da wird einmal ein Wort Jesu überliefert. Ganz kurz: Geben ist seliger als nehmen. Herzugeben und großzügig zu sein, das macht uns seliger, das heißt glücklicher, freier, im Herzen weiter, als die Dinge nur für uns zu horten. Ich glaube ganz fest, das gilt sowohl für Toilettenpapier als auch für viele andere Dinge in unserem Leben. Eine Krise ist vielleicht eine Chance, auch großzügig zu werden. Mit den Dingen des Lebens, aber auch mit den Gedanken, mit den Freuden, mit den Sorgen, mit den Befürchtungen. Teilen Sie, seien Sie großzügig, teilen Sie sich anderen mit. Meine Schwester zum Beispiel. Seit Monaten schon schiebe ich vor mir her, ihr herzlich zu danken für das Geburtstagsgeschenk, einen spannenden italienischen Roman, den ich sofort verschlungen habe. Und vielleicht gibt es noch eine ganze Reihe von Worten, Gedanken, Dankbarkeit, dem Wunsch, wieder in Kontakt zu treten, die sich im Lauf der Monate in ihrem Herzen angestapelt haben, so wie bei den Hamstern das Toilettenpapier. Teilen Sie großzügig aus in diesen Zeiten. Nehmen Sie Kontakt auf, rufen Sie an, schreiben Sie E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten, skypen Sie miteinander, teilen Sie sich mit. Geben ist seliger als nehmen. Und wenn Sie im Augenblick niemand haben oder niemand Ihnen einfällt, den Sie gerne anrufen möchten, um Ihre Gedanken, Ihre Sorgen, Ihre Hoffnungen mitzuteilen, dann rufen Sie doch einfach bei einem von uns Pfarrerinnen und Pfarrern in der Christuskirche an. Jeden Tag haben wir 2 Stunden reserviert, von Montag bis Freitag, in denen Sie einen oder eine von uns ganz sicher am Telefon erreichen. Die Zeiten finden Sie nachher gleich im Abspann dieses kleinen Grußes zum Tag. Gott behüt Sie, Ihr Pfarrer Ulrich Haberl.